So Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Heute geht es allerdings nicht um einen Lost Place, sondern um eine Taschenlampe. Und zwar die Truenight TC20. Die hat man uns zukommen lassen und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was hier drin steckt. In diesem kleinen Karton steckt jetzt also die knapp 90 Euro teure Taschenlampe. Im Lieferumfang enthalten ist natürlich die eigentliche Lampe. Die erreicht im höchsten Modus knapp 3800 Lumen, aber dazu werde ich später noch mehr sagen. Dann der Akku. Ja, ihr seht richtig, das alles soll nur mit einem einzigen Akku laufen. Ein Trageholster, ein USB-Kabel zum Aufladen des Akkus, eine Gebrauchsanweisung und einige Ersatzteile. Möchten wir jetzt den Akku laden, drehen wir die Lampe einfach um, machen die USB-Abdeckung auf und stecken dann gegebenenfalls das mitgelieferte USB-Kabel hinein. Das funktioniert einwandfrei. Wie die meisten Lampen von Truenight ist auch dieses Exemplar stoß- und wasserfest. Doch was ist jetzt eigentlich das Besondere an dieser Lampe? Auf der einen Seite der 5000 mAh starke Akku, der für ordentlich Power sorgt. Und auf der anderen Seite natürlich die eigentliche Lampe, die viel kleiner, viel schmaler, viel handlicher und vor allem viel leichter ist als viele andere Lampen von Truenight. Doch ob die Lampe auch das hält, was sie verspricht, werden wir uns draußen mal anschauen. Die Taschenlampe verfügt über 6 verschiedene Modis. Schon im zweiten Modus mit knapp 1800 Lumen lässt sich fast alles ausleuchten. Der höchste Modus mit knapp 3800 Lumen eignet sich außerdem hervorragend zum Filmen. Alles in der Umgebung ist sehr gut ausgeleuchtet. Der An- und Ausschalter leuchtet im Dunkeln blau und ist somit leicht zu finden. Fängt dieser jedoch an, rot zu blinken, dann ist der Akku fast leer. Für knapp 90 Euro bekommt man also ein sehr gutes Produkt. Was mir bei dieser Lampe besonders gefällt, ist, dass sie sehr klein und vor allem auch sehr handlich ist. Sie passt somit in jede Hosentasche und kann überall mit hingenommen werden. Für alle die, die jetzt sehr interessiert an dieser Lampe sind, schaut einfach mal in unsere Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu dem Produkt. Und ja, somit ist es das eigentlich schon gewesen. Sonntag geht es ganz normal weiter mit einem neuen Lost Place Video. In diesem Sinne, haut rein!